Jetzt immer einfach so aus Fremdverschulden dann mit dem hohen Frustfaktor jetzt keinen Bock mehr haben, ist menschlich nachvollziehbar, absolut in Ordnung. Und somit sind es eben 21 Fahrer, die ins zweite Rennen gehen, aber die werden uns kein bisschen weniger Action liefern als gerade eben. Also keine Sorge, dass es hier jetzt an Spannung mangelt. Dieses Riesenrad dreht sich schon ganz schön schnell, oder? Ja, ich weiß nicht, ob ich mich da reinsetzen würde. Ich glaube, ich mich auch nicht. Also das ist der Wahnsinn. Wohl ein Atomkraftwerk in der Nähe oder sowas. Naja, du sollst es halt, wenn du mit 300 km/h oder mit 200 Meilen, sagen wir es mal so, vorbeischießt. Ach, das kompensiert. Halt erkennen, ah, natürlich. Sollst du halt erkennen, dass es sich dreht, weißt du? Wenn es da so langsam wäre, dann denkst du, das steht. Ja. Als ob der erste Gedanke, der so einem Rennfahrer durch den Kopf geht, wenn man da vorbeifährt, ist, oh, warum dreht sich das Teil nicht? Videospielphysik 101, Timo. Ja. Das ist bestimmt der Grund, warum Alvin Pradaric Schwierigkeiten mit seiner Hardware momentan hat. Na gut, ich hoffe, dass da jetzt wieder alles gut läuft. Alvin schaut ja von der 18 und wir hatten ja in der Vergangenheit auch öfters mal den sogenannten Disconnect, dass man einfach so vom Server fliegt, ohne was dafür zu können. Ganz üble Sache, wenn man mitten im Rennen ist. Bei neueren Simulationen ja besser gelöst. Da gibt es so eine Art Safe State Status, also sobald du vom Server fliegst, kannst du wieder draufkommen. Und ich glaube, so lange übernimmt dann die KI, also künstliche Intelligenz. Bei manchen Simulationen ist das so. Also relativ cool gelöst und es ist auch, klar, du verlierst dann ein bisschen Zeit, aber es ist immer noch besser, wie wenn du gar nicht mehr weiterfahren kannst, wie das hier in der doch etwas in die Jahre gekommenen R-Faktor 1 Simulation der Fall ist. Oh, Achtung, Markus, was machst du da? Ja, der möchte zurückfahren. Ja, was war das? Der hat mit Robert nochmal abgeklatscht, oder? Ja. Man weiß es nicht. Das ist jetzt natürlich für beide nicht optimal, wenn da, sieht zumindest so aus, so dass, naja, wobei, das ist Auspuff, okay. Aber also, hat den Robert seine Leuchten kaputt gefahren, dass er nicht mehr nerven kann, gleich. Ja. Wie auch immer, Start beginnt, Robert hat einen super Start, er müsste sich hier jetzt den Markus Erbe schnappen können. Und Markus Erbe wird hier gleich mal von Kevin Westphal überholt. Und dann kommt auch noch Robert vorbei. Das ist ein Traumstart für die beiden da vorne. Von außen, das war Gunnar, der da probiert hat, noch außen vorbeizugehen, verliert es dadurch ein paar Positionen. Aber diesmal kommen vorne erstmal alle gut durch. Sieht gut aus in den ersten Kurven. Ich denke, da kann man wirklich zufrieden sein. Alle geben aufeinander Acht. So muss das sein im Motorsport. Fantastisch. Starker Start von oben, denkt er. Da hinten dreht sich jetzt jemand auf die Wiese. Wer das jetzt war, konnte ich jetzt nicht schlecht erkennen. Aber kein Einschlag an der Stelle. Jochen Mauch könnte das gewesen sein, der fällt hier in Klassement zurück. Genau, der ist drei Plätze zurückgefallen. Vielleicht war der da involviert. Jetzt auf jeden Fall sind wir auf Platz 6 momentan. Kevin Westphal zurückgefallen und ist jetzt hier umzingelt. Markus Erbe ist da auch mit zurück. Das haben wir jetzt gerade gar nicht gesehen. Robert Platz geführt und René Engelhardt schon auf der 3. Also das Trio hier ganz vorne. Jetzt bloß und keinen Fehler machen. Ruben Denker greift ihn an. Schnuppert ja an dem ersten Platz und er kriegt ihn. Jetzt muss er nur heil durch die Kurve kommen. Hat jetzt natürlich den schlechteren Exit, aber Robert ist zu früh aufgelaufen. Konnte den Schwung nicht mitnehmen. Muss sich jetzt eher nach hinten orientieren. Auf der 4 David Jahn, der ist auch schon wieder mit dabei. Und hier geht's um Position 5 im 6er Paket. Das ist der Wahnsinn, schau dir das an. Ich sag Ihnen mal die Namen. Westphal, Erbe, Miesen, Onkelbach und Christian Bug und auch Sascha Siegert. Also die 6 Leute hier sollten bei einem Schulanfang besser eingesperrt werden, weil da würde ich mir kein Kind auf die Straße trauen, wenn die Leute hier unterwegs sind. Das ist der Wahnsinn, wie die hier gerade über die Straße brettern zu 6. Und trotzdem, trotz Rudelbildung, da gibt es den ersten Kontakt und es dreht sich 3 Stück synchron weg. Schwerer Einschlag. Mein Gott, das gibt es nicht. Wer war da alles involviert? Gunnar Miesen fällt zurück, Westphal fällt zurück.
Gunnar Miesen. Oh, jetzt auch Mike Kanklewski. Er kann natürlich jetzt hier, was wir sehen. Ja, mit Gunnar Miesen, genau, den kann sie jetzt nicht einfach wieder zurücksetzen. Musste da zumindest ausweichen, also. Thomas Pantöfer hört auf, genauso wie Kollege Solgart. Ja, gab es doch schon die ersten Opfer wieder. Und René Engelhardt, leider, hat die Führung übernommen. Hat die Führung übernommen. Vielleicht kriegen wir das noch ins Bild. Das müsste wahrscheinlich auch in der ersten Kurve gewesen sein. Nicht so lange her, ja. Also es läuft wieder gut für René Engelhardt. Also gab es jetzt gerade bestimmt 10 Überholmanöver hier in der Kurve 1. Ja, da konnte man nicht wirklich mit der Kamera überall drauf sein. Engelhardt, Jan Denker, Platzk, Onkelbach, das sind die Top 5 momentan. Großer Verlierer natürlich, ganz klar Gunnar Miesen, den man im Blick hatte, weil er nicht zurücksetzen konnte, war direkt auf der Straße, ganz blöd hat es erwischt. Kevin Westphal zurückgefallen um 10 Plätze auf die 12. Position. Und wir haben hier noch Bernd Giel, der 10. Und vorne gibt es jetzt hier gerade den Angriffsversuch. Ruben Denker fällt zurück. Ja, mir Ruben. Denker. Das ist innen Schikane auf der Bahn, da ist er langsam, ja. Ausgangsschikane. Ja. Da touchiert er sie nur ganz leicht. Hat keinen Aeroschaden, aber ich schätze mal, da hat sie ihm die Aufhängung hinten verrissen. Oder die anderen haben einfach nur den Überschuss noch gehabt. Aber er fährt weiter, er geht nicht in die Box. Ja, also du darfst nicht in die Box gehen, wenn du was mitnehmen willst hier aus den 30 Minuten eigentlich. Und da geht der nächste vor ihm weg. Ralf Konka. Und Kevin Westphal kommt damit zurück auf die 11. War ein Zweikampf mit Mario Reich. Sorry, Timo. Kein Problem. Es ist, wie erwartet, ziemlich turbulent hier wieder am Anfang des zweiten Rennens. Viele Verschiebungen, die wir jetzt so eigentlich gar nicht alle gerade gleichzeitig erfassen können. Markus Erbe jetzt auf der 17. Der Pole-Setter des zweiten Rennens. Also auch er nicht durchgekommen sauber. Schade. Ja, schon der Start hat war nicht gut, so optimal. Wurde gleich in Rennen 1. Wurde gleich gecatcht. Und jetzt hier Andreas Schmidt vor ihm. Schenkt ihn zumindest einen Platz zurück. Hier, darfst du wieder vor. Ja. War natürlich keine Absicht von Andreas da. Wird gleich noch angegriffen von Kevin Baranowski. Der hat natürlich was gut zu machen hier im zweiten Rennen. Holt sich hier Position 17. Ja gut, er konnte das erste Jahr gar nicht mitfahren. Also äußerst dubios. Vielleicht. Aber Denker ist wieder unterwegs. Ist wieder im Tempo, also so viel kann man schon mal sagen. Ja, du hast ja auch angesprochen, war eine ganz leichte Berührung, die dann aber schon gereicht hat, um das Fahrzeug quasi fast wegzuschleudern, das aber wahrscheinlich komplett querklingt. Und es hat dann gerade noch so gereicht, um sich auf der Strecke zu halten, aber das hat natürlich Zeit gekostet ohne Ende, ganz klar. Wir sind ja auf Platz 7. David Jahn, die fahren wieder vorne weg. Vom Rest des Feldes. Im Großen und Ganzen 2 Sekunden schneller in der letzten Runde wie alle anderen. Ja, David Jahn und René, das sind heute die beiden, die die meisten Punkte einheimsen. So sieht es momentan aus. Gerade bei Mario Reich auf Platz 7 befindet sich unsere Kamera. Dahinter der, ja, schon mit Pech verfolgte Ruben Denker, aber ich denke, Daniel, das musste Ruben einfach probieren. Ne? Also er musste ja pushen ohne Ende jetzt, um da mithalten zu können. Ja, da ist noch nichts verloren. Mario vor ihm ist nicht so schnell. Dann müsste er jetzt eigentlich relativ schnell vorbeikommen wieder. Hat da knapp eine Sekunde Vorteil auf eine Runde. Guck mal hier, wie er ranfährt. Ne? Also nicht zu schnell, zu viel wollen. Weil jetzt hat er sich eigentlich die Möglichkeit verbaut. Wir haben es gesehen in Rennen 1. Er kann vor der Schikane mit genügend Speed vorbeigehen. Ralf Konka, ja, hat sich rausgedreht, ist ausgestiegen in diesem Moment. Ohne Fremdeinwirkung. Okay. Zumindest aus der Onboard nicht zu sehen. Muss man noch, doch, oh, da gibt es die Fremdeinwirkung. Tatsache, ja. Entschuldigung, da muss ich natürlich zweimal sogar gleich. Ja, das kann man nicht machen. Das ist natürlich sehr bitter. Müssen wir mal gucken, wer da auf die Idee kam. Baranowski.
Ja gut, man kann natürlich verstehen, dass der keine Geschwindigkeit einbüßen möchte in der Kurve, aber sollte man eigentlich schon etwas vorsichtiger herangehen. Wir gehen wieder zurück zu Reich und Mike. Und haben wir noch Ruhm-Denker-Paket. Also schöner Dreikampf, den wir hier begutachten dürfen. Übrigens vor dem Dreierpaket fährt Christian Bug. Also da ist nicht mehr weit für Ruben, bis er seinen alten Spezi wieder an seiner Seite hat. Abstand in den letzten Runden zwischen den beiden habe ich auch so ein bisschen beobachtet. Bleibt momentan gleich. Und das, obwohl Ruben im Zweikampf ist. Also vielleicht ein Tick besser schon im Renntrim jetzt als Christian. Aber der möchte auch an Carsten Onkelbach dranbleiben, also auch nicht die einfachste Aufgabe. Schaut natürlich auch nicht nach hinten, sowieso nicht. So, Ruhm-Denker, Mario Reich. Diesmal fährt er eben nicht hinten drauf und dann geht's eigentlich problemlos. Also wer... Oh, das wird, glaube ich, jetzt ziemlich eng bei Ruben. Wer momentan auch ein richtig starkes Rennen abliefert, ist der Sascha Siegert. In dem haben wir im ersten Rennen ja noch nicht so viel gesehen. Der fährt momentan aber absolut konkurrenzfähige Zeiten, zieht in diesem Moment auch an Robert Platzk vorbei und befindet sich nun auf der dritten Position. Also ich habe gesagt, eigentlich geht es problemlos. Da fährt er schon mal außen rum, das ist nicht gut. Dann geht möglicherweise, na, Bernd Giel geht nicht vorbei, behält seine Position. Aber da hat er den Ausgang zu eng gewählt. Da konnte von außen Mario Reich besser auf die Gerade beschleunigen, da war ich zu voreilig. Aber wir du gehen sagst, schnell Sascha zu Siegert. Sascha und zu Robert. Ja, die kämpfen weiterhin. Robert kommt weit raus, muss jetzt erstmal abreißen lassen. Aber auch Sascha am Ausgang. Und dann sind sie schon wieder zusammen. Und Robert unterm Strich. Jetzt könnte besser Sascha rausgekommen. Vielleicht versuchen innen, aber oh, das könnte eng werden. Robert nimmt natürlich die ganze Breite der Kurve mit, so muss man das machen. Hat damit jetzt auf der Geraden etwas mehr Geschwindigkeit drauf. Und kann folglich vorne bleiben. Also das bleibt hier eng, jetzt probiert es der Sascha. Innen vorbei, presst er sich durch. Schön gemacht. Ja, die beiden machen hier einen zu aggressiven Eindruck. Dass ich sagen könnte, die werden jetzt auch die nächsten 20 Minuten kämpfen, wie wir es gesehen haben. Aber das war noch im Rahmen, also das kann man schon noch so machen. Also wir befinden uns ja hier im Tourenwagensport, da kann man schon mal ein bisschen anlehnen. Nicht so wie zum Beispiel in der Formel, wo dann gleich mal alles in die Luft springt. Wobei, du hast ja auch gesagt, Sascha ist ja aufgelaufen. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, vielleicht wollte er auch schnell vorbei. Wenn er jetzt natürlich die Lücke aufreißen kann, hat er alles richtig gemacht. Sascha fuhr, also jetzt fahren sie ja gleiche Zeiten, aber fuhr bessere Zeiten als Robert. Ja, und ich wollte gerade sagen, ich vermisse Christian Bug, der ist zurückgefallen. Hat einen Fehler drin gehabt in der letzten Runde auf die 11. Position. Da fehlen nämlich 10 Sekunden. Gehen wir leider nicht mehr in der Wiederholung. Was wir allerdings sehen können, ist eine ganz fette Bremsspur in der Kurve des Todes. Und jetzt da Ralf Konka und Kevin Baranowski draußen sind, denke ich mal, das könnte was damit zu tun haben. Ausgefallen in diesem Moment leider Simon Solgart, Thomas Panthöfer, Ralf Konka und natürlich auch den eben angesprochenen Kevin. Letzter Platz, momentan Andreas Schmidt, ist in der Lage, Gunnar Miesen, der sich vor ihm befindet, anzugreifen. Und irgendwas passiert hier gerade mit Carsten Onkelbach. Wo haben wir ihn? Da spielen wir mal schnell die Wiederholung ein. Ist gerade mehrere Plätze zurückgefallen. Hier sehen wir den Grund. Ah, Fehler beim Anbremsen. Kommt auf schade. Die Wiese. Ist echt schade. Er lag auf der 5. Position. Hatte eigentlich keinen direkten Gegner momentan. Wollte da vielleicht ein bisschen zu viel, weil er gesehen hat, hinter mir kämpfen sie. Wenn ich jetzt die Lücke reißen kann, das bringt mir vielleicht am Ende die entscheidenden Sekunden. Aber jetzt ist eben die Rechnung nicht aufgegangen. 10. Platz, direkt vor Christian Bug. Also die beiden, die hier durch
kleine Missgeschicke, nennen wir sie jetzt mal, abseits der Kamera, wobei ja, das eine